Hallo. Warum liegst du schon wieder? Ich dachte, wir packen jetzt Koffer. Ich bin erschöpft. Ich bin viel beschäftigter Mann. Aber ich dachte, wir packen jetzt Koffer. Hä? Ich dachte, wir packen Koffer. Du hast gesagt, hilfst du mir den Koffer dahin zu tun und den aufzumachen wegen Handgelenk. Das habe ich gemacht. Jetzt darf ich Pause machen. Hallo meine Lieben. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin heute nach Bochum gefahren. Ich befinde mich in der Wohnung meiner Schwester. Aber es war nicht alles so einfach, wie es jetzt vielleicht klingen mag, sondern ich bin ziemlich fertig. Ich bin heute um, ich glaube, 15 Uhr irgendwas mit dem ICE los und sollte um 19.30 Uhr, sagen wir mal, in Bochum ankommen. Doch es wurde gar nichts. Wegen einem Waldbrand wurde die Strecke gesperrt zwischen Hannover und Bielefeld oder so. Zumindest in die Richtung. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Und ich bin in Hannover gestrandet. Ich war schon ready, mir ein Hotel zu suchen und eine Nacht zu bleiben. Bis ich dann an der Plattform gesehen habe, dass da ein IC stand für 19.40 Uhr nach Köln. Und ich war so, der wird ja niemals fahren. Oh, ich werde angerufen. Ich erzähle euch die Story wann anders. Es gab einen Brand. Wir sind in Hannover gestrandet. Ich war ready, dort eine Nacht zu bleiben und am nächsten Tag weiterzufahren. Dann stand da dieser IC dran nach Köln. Ich gehe nach oben zum Gleis, stelle mich dahin, guck mich so um, werde so angequatscht von einem Couple und er ist so, weißt du, was du machst? Weißt du? Hast du einen Plan? Ich war so, nee, also eigentlich nicht. Hier steht auf jeden Fall noch der IC dran, aber ich bezweifle, dass der fährt, weil alle Fahrten wurden gecancelt und es ist die gleiche Route. Warum sollte der fahren? Auf einmal kommt ein Typ von links rein und sagt so, wait a damn minute. Ich habe gelesen auf Twitter, der Brand ist gelöscht und die Bahn fahren weiter. Der kommt. Ich so, what? No way. Wir stehen da. Der Zug kommt. Oh mein Gott, überpünktlich. Wir rennen da rein. Wir schnappen uns Plätze. Mir wurde noch geholfen, meinen Koffer reinzuheben, etc. pp. Dann sind wir gefahren. Ein Alarm applaudiert. Und es war mal wieder ein Zusammenhalt. Weil wir alle in der gleichen Scheiße gesteckt haben. Ich mache mich solche Sachen immer unglaublich müde und unglaublich fertig, weil so Planänderungen und so. Ich wusste nicht, wann ich wann wie wo ankomme. Das macht mich immer sehr fertig. Deswegen bin ich jetzt so müde, dass ich jetzt gleich schlafen gehe. Aber ich gucke hier gerade noch so ein Video. Und morgen erzähle ich euch dann mehr von hier, von Bochum. Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen. Ich habe schon sehr viel im Haushalt gemacht, weil ich muss mich hier auch erstmal ein bisschen einstellen. Ne? Ich habe irgendwie Hamster, Pipi-Klo sauber gemacht, Katze gefüttert, was auch immer, gestaubsaugt, bla bla bla. Also ich habe ein bisschen schon was gemacht. Ich glaube, ich muss das Katzenklo noch machen. Das ist, glaube ich, so die nervigste Aufgabe, die ich hier so habe. Ich bin gerade im Bett. Ich bin heute sehr, sehr müde. Mich hat es irgendwie voll ausgenockt und ich glaube, dieser Wetterumschwung ist einfach so. Heute haben wir 20 Grad, gestern hatten wir fast 40 Grad und es ist halt so ein bisschen, you know. Und ich habe angefangen, mein Handgelenk zu kühlen, weil meine Mama hat gesagt, bei Entzündung kühlen und es tut halt immer noch scheiße weh. Genau, und ich liege hier und gucke am iPad gerade Stream. Übrigens sieht so gerade mein Setup aus. richtig cracked. Aber ja, morgen kommt der PC an, dann schließe ich alles an. Der Stuhl muss noch gewechselt werden, weil auf dem kann ich definitiv nicht mehrere Stunden setzen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden hier in dem Zimmer. Es sieht super unordentlich aus. Ich glaube, ich muss auch mal hier das morgen alles mal ein bisschen zusammentun. Ja, keine Ahnung. It is what it is, ne? It is what it is. Solange ich alles finde, ist doch alles super. Ansonsten sieht es halt hier oben so aus. Ich glaube, ich glaube den Kater noch gar nicht gezeigt. Gehen wir jetzt auf Katersuche. Wo ist denn der kleine Jimmy? Guck mal, da ist sein Pen-Spot. Hier im Kinderzimmer. Schläft der Kleine die ganze Zeit? Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Und eventuell ist sogar langsam mal der Hamster wach. Aber irgendwie bezweifle ich, dass der Hamster wach ist. Irgendwie wacht der die ganze Zeit nicht auf. Hamsti. Hamsti schläft immer noch. Ich denke mal, heute mache ich auch nicht mehr viel. Außer vielleicht noch oben das ein oder andere Kabel vorbereiten für den PC morgen. Hello guys. Mein Setup steht. Es ist halt eigentlich crispy clean. Also eigentlich passt alles. Ich habe nur halt einen Bildschirm. Deswegen lese ich den Chat dort drauf. Aber eigentlich passt alles und es sah auch onstream eigentlich alles geil aus. Ich habe gerade 6 Stunden gestreamt. Puh, und jetzt schaue ich mir mein iPad. Mein dreckiges Geschirr. Ich fühle mich wie so 16 Jahre, weil hier so dreckiges Geschirr stapelt. Und mach mir Abendessen.
Adventsbuch bei mir. Guten Tag. Es ist Montag und ich bin jetzt seit Mittwoch hier, also noch nicht ganz eine Woche, aber fast eine Woche. Und ich muss sagen, es ist gerade so ein 50-50-Ding. Auf der einen Seite vermisse ich es ein bisschen zu Hause zu sein. Einfach so meine gewohnten Sachen um mich rum haben. Ich vermisse meinen Freund. Auf der anderen Seite tut es mir irgendwie immer ganz gut, halt hier zu sein und aus allem rauszukommen. Und ich bin überrascht, wie schwer es mir doch fällt, allein zu sein. Nicht im Sinne von, ich fühle mich einsam oder so, sondern im Sinne von Haushalt. Und das hätte ich nicht erwartet, weil ich eigentlich dachte, ich bin ein sehr, sehr selbstständiger Mensch und hatte eigentlich auch das Gefühl, ich mache sehr viel im Haushalt in der WG. Es gibt Sachen, vor denen habe ich mich immer gedrückt. Oder drücke ich mich immer, weil ich mir dann auch denke, okay, irgendwer macht es halt außer mir. Und jetzt kann ich mich halt um viele Sachen nicht drücken und muss mich um alles selber kümmern. Und es ist auch mal wieder gut zu merken. Ist auf jeden Fall gut, bestimmte Komfortzonen zu verlassen. Ich habe heute auch relativ viel machen müssen. Ich musste heute Wäsche waschen, das Bett beziehen, halt ansonsten Katze, Hamster, bla bla bla. Aber ich habe das Gefühl, ich komme ganz gut zurecht. Ich habe das Gefühl, es läuft eigentlich alles ganz gut. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, mal wieder so alleine zu sein. Und ich hänge auf jeden Fall zu viel im Internet ab. Dadurch, dass ich halt gerade keine sozialen Kontakte im Real Life viel habe. Sonst habe ich ja wirklich auch jeden Tag irgendwen gesehen, weil ich halt nicht alleine wohne. Ich tausche es gerade sehr viel mit wieder auf Twitch abhängen aus. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich gerade sehr viel mehr auf Twitch bin, als ich sonst normalerweise bin. Einfach weil ich das Gefühl habe, so verbringt man Zeit mit anderen. Sehr müde. Aber es geht eigentlich. Heute ist Donnerstag und Montag war ich schon wieder nach Hause. Das heißt, aktiv noch heute, Freitag, Samstag, Sonntag, noch 4 Tage und dann noch den halben Montag. Und dann geht es schon wieder nach Hause für mich. Und ich habe sehr großes Heimweh. Ich freue mich sehr auf zu Hause. Versuche hier aber die Zeit noch zu nutzen, um jetzt die letzten Tage nochmal runterzukommen. Natürlich steht jetzt noch der 16-Stunden-Stream an, was nicht so runterkommen ist, aber auch da freue ich mich drauf, dass ich den hier in Ruhe machen kann. Miau, miau. Ja, zu dem Zeitpunkt sind ja die meisten die zweite Semester. Ja, oder wird die halt noch? Ja, 21. Und da denkt, also ich dachte mir auch, dass es so richtig hart ist, weil man Hallo.
Ich habe heute gestreamt. Wir haben heute aber auch einfach über 30 Grad und ich habe sehr schlimme Kopfschmerzen. Also ich würde schon behaupten, dass es eher in so eine Migräne-Richtung tatsächlich geht. Bin aber noch verabredet. Ich gehe heute nochmal in die Stadt. Ich mache aber nicht so lange heute. Jimmy frisst gerade ein bisschen Trockenfutter, bevor ich ihm nochmal das Futter gebe. Ich wollte mich heute auf jeden Fall einfach nochmal kurz hinsetzen und ein bisschen recappen, wie es so die letzten Wochen war. Jimmy, kommst du mit mir hier? Da ist er. Und zwar dachte ich eigentlich, dass ich bis Sonntag alleine bin. Und jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus. Meine Familie kommt morgen schon wieder. Jimmy! Jimmy, er möchte Aufmerksamkeit von mir. Meine Familie kommt morgen schon wieder. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger Zeit für mich hier noch, als ich dachte. Genau genommen 2 Tage? Warte, morgen ist Freitag und sie werden Sonntag wiederkommen. Ja, genau, 2 Tage weniger. Mein großer 16-Stunden-Stream ist dann noch, während sie hier sind. Was mir auch ein bisschen Sorgen bereitet, einfach weil ich weiß, dass ich das besser durchziehen könnte, wenn ich alleine bin. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich da oben auch meine Ruhe haben werde. Weil man hier 2 getrennte Wohnungen. Ich muss sagen, dass ich Berlin sehr vermisse. Ich habe auf jeden Fall hier auch viele negative Erfahrungen jetzt gemacht. Oder ich weiß nicht, ich fühle mich hier einfach nicht so wohl. Ich fühle mich hier, das klingt jetzt dumm, aber ich habe das Gefühl, ich bin hier so ein bunter Vogel und falle hier mehr auf und steche mehr raus. Und in Berlin bin ich halt langweilig. So, da ist mein Style nichts Besonderes. So, da sehe ich nicht special aus. Und das gefällt mir. Es gefällt mir, dass ich untergehe, dass ich quasi so ein bisschen unsichtbar werde. Es gefällt mir nicht, dass ich hier so viel Aufmerksamkeit bekomme. Auch sehr viel negative Aufmerksamkeit. Ansonsten habe ich mich mit weniger Leuten getroffen, als ich dachte. Also mit viel weniger Leuten. Vielleicht hole ich das noch ein bisschen nach. Ich habe ja noch Sonntag und Montag dann, wo ich auch nicht streame. Montag verschicke ich meinen PC auch und bin dann mal gespannt. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich freue mich unglaublich auf zu Hause.